Ja, hallo. Hier ein Kurzvideo zum neuen Update für Kamera RAW 13.1. Da vorwiegend Fehlerbehebungen gemacht wurden in Kamera RAW 13.1 und neue Kameraprofile hinzugefügt wurden. Gebe ich das Ganze in die Beschreibung mit dem Download. Das sind so 400 Megabyte. Und du den pack den Link in die Videobeschreibung. Ja, und ich habe hier ein Bild in Photoshop 2020 reingeladen, schon mal so ein Weihnachtsbild. Und aktiviere hier Kamera RAW, der 13.1. Ja, das ist Kamera RAW 13.1. Ja, und wirklich viel ist nicht hinzugekommen, sondern es wurden vorwiegend Fehlerbehebungen gemacht. Darum gehe ich hier einfach nur die Programmoberfläche durch. Hier den Reparierpinsel. Dann Kopierkorrekturenpinsel, Verlaufsfilter und der Radialfilter, rote Augenentfernung, Vorgaben, eigentlich alles, was wir ohnehin schon kennen. Ja, auch hier in den Einstellungen ist nichts Neues dazugekommen. Vorrat, Vollbild und Verkehrradialansicht. Hatten wir bereits. Ja, auch hier in den Grundeinstellungen hat sich nichts wirklich Weltbewegendes getan, auch das ist immer noch so. Wie es bisher war. Einzig die Vor- und Nachher-Ansicht, die Augen hier. Wobei jetzt das nicht wirklich eine Verbesserung oder Neuerung ist. Hier eine kleine Hilfestellung. Auch im Color Grading ist nicht wirklich Weltbewegendes hinzugekommen. Ja, verbessert würde eigentlich dazu noch. Ansonsten ist die ganze Programmoberfläche eigentlich mehr oder weniger beim Alten geblieben. Ja, wie gesagt, das Kamera RAW Update, December Update 2020 in der Version 13.1. Hat sich vorwiegend in den Fehlerbehebungen gezogen und in den neuen Kameraprofilen. Und da sind nun doch einige Profile neu hinzugekommen, die ich dann in die Beschreibung packe. Gut, das war's zum Kamera Update 13.1 bis zu einem der nächsten Videos. Danke fürs Zusehen. Tschüss.